Alpenkloster gibt es mehrere im Allgäu, doch der Alpsee-Kloster mit fast 3000 Metern ist der längste in Deutschland. Ganzjährig geöffnet, bis 40 Kilometer schnell und über 100 Kurven. Man fährt zunächst mit dem Sessellift den Bergrücken Eckhalde mit 1430 Metern hinauf. Die Bergstation liegt auf 1100 Metern Höhe. Ich versprach mir eine ungetrübte Sicht von hier aus auf den Alpsee und Immenstadt. Pustekuchen! Den Kloster wollte ich dann ungebremst fahren, bat auch den Instruktor oben, mich später als üblich zur Fahrt freizugeben, weil vor mir eine Familie auf der Bahn war. Wie lange geht es denn runter? Na, je nach Fahrweise, wenn man zügig fährt, so um die 5 Minuten. Ah, super. Ja, um die 3 Kilometer. Und tschüss. Ja. Hab aber dann doch ab und an gebremst, weil ich hin und her gerüttelt wurde. Die vor mir fahrenden doch einholte, habe ich angehalten und gewartet. Nochmal, rund eine halbe Minute warten.
Fahrt ist eine echte Attraktion.